Ich konnte die Suchscheinwerfer des Kinos am anderen Ende der Plaza sehen. Zerstören.
Geschichte bestimmte, wo ich hingehen konnte und wohin nicht. Ruhig. Der dunkle Ort ließ mich hier nicht durch. Ich konnte nicht rein. Mir fehlte etwas. Licht durchschnitt die Dunkelheit. Hey, Alan. Schön, jemand Vernünftiges zu sehen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Seien Sie vorsichtig, Tim. Wenn Sie mich sehen, vergewissern Sie sich, dass ich es bin. Und kein Verrückter mit meinem Gesicht. Sie machen gerade eine harte Zeit durch. Das kenne ich. Die fehlende Zeit. Die Aliens. Moment. Es geht um Aliens? Oh, ich war davon überzeugt, dass Aliens für all die Geschehnisse verantwortlich waren. Die Entführungen, die Signale in meinem Kopf. Jetzt weiß ich, dass es Dor war. Aber vielleicht ist er ja auch ein Alien. Fehlende Zeit. Es ist so, wie ich immer sage. Die Träume. Manchmal wache ich an einem völlig anderen Ort auf und mir fehlen ganze Tage. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich versuche es herauszufinden. Die Dinge werden wieder besser, solange sie weitermachen, Alan.
trieb mich weiter an. Ein gebrochener Mann ohne Perspektive. Keine Liebe. Zu hartnäckig, um zu sterben. Eine Kakerlake mit einem falschen Sinn für Gerechtigkeit, die es in dieser Stadt nie geben wird. Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Genau wie wir ist er ein gefühlloser, grausamer Mistkerl. Und er möchte nicht, dass wir im Himmel die schönen weißen Polster beschmutzen. Und er will nicht hinabsteigen, um uns zu helfen. Es gefällt ihm, uns dabei zuzusehen, wie wir uns abmühen, leiden, töten, sterben. Und wieder versagen. Falls es einmal zu friedlich werden sollte, schürt er das Feuer. Diese Stadt dient nur zur Befriedigung seines kranken Voyeurismus.
Das Kino schien geschlossen zu sein. Vielleicht würde mir ein Ticket trotzdem Zugang gewähren. Die Kinolobby war ein Portal in andere Realitäten auf der Leinwand. Ich könnte eine Szene dort schreiben. Der einzige Fall, an dem ich je arbeitete. Sie tauchten mit ihren verabscheuenswürdigen Gewalttaten aus der Dunkelheit auf und verschwanden wieder. Zurück blieben nur blutige Tatorte und Hinweise mit obskuren Bedeutungen, die ins Nichts führten. Nachdem ich beim Kino angekommen war, spürte ich, wie eine gewaltige, furchteinflößende Offenbarung vor mir bebte. Bereit, ihr Maul aufzureißen und mich zu verschlingen. Dieser Ort war für den Kult von Bedeutung. Dort konnte man etwas verwenden. Ich brauchte ein neues... Habe ich aufgehört zu schreiben? Das darf ich nicht. Es steht zu viel auf dem Spiel.